Appassionata, gemeinsam bis ans Ende der Welt, das war das Motto 2011 der erfolgreichsten Pferdeshow Europas, in der Mensch und Tier zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen. Jedes Jahr wird die Show neu konzipiert und verbindet künstlerische Darbietungen von Reitern, klassischer Musik und Tanz, was die Zuschauer immer wieder aufs Neue fasziniert. Schauspieler, Tänzer und Reiter verschiedener Nationen vereinen ihre Talente und werden von Musik und Lichteffekten begleitet. Zur klassischen Reitweise gibt es eine Musikmischung, die von der Klassik bis zur Moderne reicht. Hinter der Bühne spricht Arndis Haller mit uns über ihre Arbeit als Opernsängerin in einer Pferdeshow. Die haben mir angeboten, einzusteigen als The Voice of Appassionata, wo ich beide mitreden dürfte über die Musik und meine eigene Musik schreiben und Texte machen und ja, viel Kreativarbeit. Ich habe jetzt meine Musikrichtung gemacht, so ein bisschen. Ich arbeite jetzt sehr viel mit Crossover-Musik. Ja. Also ich bin ja klassische Sängerin, mit einem klassischen Hintergrund, aber ich arbeite sehr viel jetzt mit anderen Musikrichtungen zusammen. Und also diese Crossover-Weg, was ich hier eigentlich entwickelt habe, wo ich mit klassischen Sounds und teilweise Gesang und Sounds und große orchestrale Sounds zusammenlege mit anderen Musikrichtungen, wie ein Song ist zum Beispiel ein bisschen in Richtung Jazz, andere ein bisschen in Richtung Musical, dritte ist loungeig, der vierte ist poppig und was auch immer so. Immer sehr unterschiedlich, aber alles unter dem gleichen Hut von dieser Crossover-Atmosphäre. Das ist etwas, was mich sehr interessiert und was ich sehr gerne weitermachen möchte. Der Choreograf und Tänzer Philip Blair gibt der erfolgreichen Show durch seine eigens dafür ausgewählten Tänzer eine ganz besondere Note. Und auch für ihn ist die Arbeit abseits der klassischen Showbühnen etwas völlig Neues. Ich bin hier der Choreograf für Appassionata seit November letztes Jahr. Und ich freue mich auf diese Aufgabe. Die Hauptrolle war, sie muss verkörpern eine Art Prinzessin, eine porzellan aussehende Ballerina, das in dieser Spieluhr aufweckt, ein bisschen wie Coppelia. Muss auf Spitze tanzen auf diese kleine Quadrat in diese Kisten. Und jemand zu finden, das genau zu beherrschen, war nicht ohne, sag mal so. Ich wusste genau, wo ich Tanzbreaks oder meine Choreografie einbauen soll, wie es ungefähr sein soll. Und dann dadurch habe ich meine Kreativität in Gang gesetzt und das, was man auf der Bühne sieht, das ist der Ergebnis dafür.